Die ersten zwei Phasen auf dem Lebensrad sind vor allem geprägt durch die Eltern. Ich will jetzt aber hier nicht näher darauf eingehen. Denn mit der dritten Phase kommt mit der Pubertät der erste natürliche Impuls, uns von den Eltern zu entfernen und unseren eigenen Kopf durchzusetzen. Das ist völlig natürlich und sogar wichtig. Denn würden wir das nicht tun, wären wir auf ewig auf die eine oder andere Weise von unseren Eltern abhängig. Und da liegt auch schon das erste große Problem unserer Gesellschaft. Denn nicht umsonst haben wir in den Psychotherapien vor allem Themen, die sich um die Elternbeziehung drehen. Weil wir uns schlecht von diesen Phasen trennen und unsere eigene, unabhängige, individuelle Identität bilden können. Und ich rede hier nicht von schweren Fällen, sondern auch das typische Muttersöhnchen sei hier zu erwähnen. Denn eigentlich ist dieser natürliche Impuls in der Pubertät schon der Ruf zur Heldenreise. Nur sind wir meistens nicht bereit dafür, weil wir nicht darauf vorbereitet werden. Das heißt, wir müssen uns oft durch allerlei merkwürdige Strategien versuchen, so weit zu bringen, dass wir uns bereit fühlen, diese Heldenreise anzutreten, die unser ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Und du merkst schon, das kann lange dauern, wenn man niemanden hat, der einem das Wichtigste erklärt und mit auf den Weg geben kann. Dann kann sich das Ganze schon mal locker um 10, 20 Jahre verschieben. Aber zurück zu dem Ruf. Was ist nun der Ruf genau? Nun, das kann ich dir auch nicht präzise beantworten. Was aber sicher ein Indiz ist, ist, dass du deine aktuelle Lebenssituation kaum mehr aushältst, dass du dringendst einen Tapetenwechsel brauchst und du dich ständig fragst, wer bin ich und was soll ich eigentlich hier? Das kann nach einer längeren Weltreise schreien, einem Umzug, einer neuen Partnerschaft, einem neuen Job. Aber all diese Dinge wären leicht am Ziel vorbeigeschossen, denn die Seele will nicht einfach weiter in der Truhe der Verdrängnis eingeschlossen eine neue alltägliche Situation erleben. Sie will entdeckt, befreit und gehört werden. Und das kann nicht einfach mit einem Umzug geschehen. Diese Dinge können ein Indikator sein, aber die Seelenarbeit muss begonnen werden. Altes muss sterben, neue Samen gepflanzt werden, die alte Identität abgestreift und eine neue gebildet werden. Aber auf diese genannten Indizien sollte man achten. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du den Ruf schon gehört hast, dann könnte es auch sein, dass das Video hier dein Ruf ist und dich vielleicht in ein neues Leben leitet. Weiter geht's beim nächsten Video.